Herzlich willkommen zur nächsten Folge der Karte Evo Thüringen. Wir starten heute mit Verkauf an Gäste wieder mal. Ich habe den Trailer ausgetauscht, Traktor oder LKW gegen Traktor. Habe ich mal vor, bin vorbereitet. Wegen der weiten Fahrt zum Händler. Ich bin der Meinung, dass der Traktor besser packt und besser lenken kann, weil ich vorne mit dem Gewicht ausgleichen könnte, wenn es da immer noch Probleme geben sollte mit der Lenkung. Okay, das ist alle, dann wollen wir gleich weiterfahren. Entlassen und den zweiten hauen wir jetzt gleich Weizen rein. Aber haben wir nicht. Dann machen wir es manuell. Das heißt, wir wollen ja nicht ganz leer fahren. Gut, dann ist das auch fast verkauft. Dann haben wir einen Rest Weizen und Raps haben wir noch ausreichend. Soja haben wir noch ein bisschen. Das Hackschnitzel kann man noch notfalls verkaufen. An Heizung, die da vorne links steht. Mal mit, wie er die Kurve meistert hier vorne. Der Traktor ist ein bisschen laut. Wir müssen mal zurück. So sieht schon mal ganz ordentlich aus. Ja, das sieht gut aus. Dann können wir beruhigt fahren lassen, bis er wieder das, wenn wir zu unserem Wald fahren, den wir jetzt voll gekauft haben und Pech schon lang hier. Ha, wir lassen wieder LKW, oder? Und mit dem werden wir jetzt entsprechend zu unserem Wald fahren, den wir gekauft haben. Kurz Wiederholung. Den Kurs können wir hier entfernen. Kann man mal auf die Karte schauen, ganz kurz. Nee. Kann man noch nicht erkennen, ne? Da oben die Ecke. Ja, noch gibt es die aktuelle neue Version noch nicht. Wir werden erstmal alles verkaufen, verhaben. Wenn wir alles verkauft haben, werden wir entsprechend noch Holz machen. Und dann hoffen wir, dass es dann bald losgeht. Dass wir dann neuen Karte starten können. Ja, und wenn nicht, ja gut, was machen wir dann am besten? So weitermachen, dass wir im Prinzip die Ernte einfahren, die nächste. Oder dass wir, ups, dass man die auch nicht sichern kann, das ist ja auch blöd, ne? Anführungszeichen. Aber den kann ich verlängern. Kleiner Unfall. Schnell gefahren. Aber trotzdem darf dann nicht runterfahren. Aber aufrecht macht er sich ja leicht. Wir werden diesmal jetzt aber
Rückwärts rausfahren. Wo es eigentlich egal ist. Immer so wie möglich. Und wie gesagt, normalerweise hätte er nicht umfallen dürfen. Und wenn mit Fahrzeug. Ja, das bringt auch nichts. Neuer Versuch. Blocking. Scheiße. Entschuldigung. Gut, ja, die Kurve auch nicht ganz gepackt. Kann auch nicht genau urteilen, wo man lag. Wahrscheinlich ist es schnell gefahren. Sehen wir mal ganz kurz auf dem Feld. Auf der Straße gehen wir runter auf 50 km/h. Wollen noch ein bisschen was verkaufen, ne? Denn die Frucht können wir nicht mitnehmen. Etwas ein bisschen zu umständlich, denke ich mal. Ich habe nämlich herausgefunden, wo das Geld steht und wo die Schulden stehen. Also kann ich 1:1 übertragen, dass ich vorher ein bisschen mehr aufbringe an Geld, mir die Fahrzeuge wieder kaufe und die Landflächen und dann das auf dem Wert genau wieder einstellen werde wie am letzten Tag ist. Und dann können wir im Prinzip genauso fortfahren wie stand zum letzten Mal, wo wir gespielt haben. Eins, was ich nicht kann, ist die Felder bestellen. Vielleicht sind die ja nun bestellt, die Felder. Also 60 war ja bestellt mit Mais. Mal gucken, wo unser Wald ist. Also geradeaus. War ja mit Mais bestellt. Könnte natürlich sein, dass das wieder drauf ist. Das ist möglich, wenn wir wenigstens etwas mehr haben. Und die anderen werden wir entsprechend früh. Mais ist gut. Also, wenn Season gestartet wird, ist kein Mais drauf. Dann sind die Felder zurückgestellt. Na gut. Dann werden die halt bestellt. Ist halt so, ne? Das war halt rechts Stückchen da. So.
Ist ja trotzdem mit 65, 66, verstehe ich nicht. Das macht nichts, nicht zu ändern. So, wie ist Wald hier rechts? Das kleine Stück Kinder. Und ein bisschen zurückfahren. Ein bisschen mal da einschränken. Ja. Nicht ordentlich gearbeitet. Okay. Ja, die Birken kriegt nicht weg. Das macht der 46. War jetzt war noch gewesen. Meine schönen Bäume. Weil die noch sehr, sehr lange gebraucht bis zum Wachsen. Also. Habe ich noch die Kiste. Schauen wir mal. Gehen wir runter. Dass er noch die Kurve kriegt. Das ist gut. Oder auch nicht. Weil. Können wir Raps nehmen. Ich meine, diese Werte, da werden wir nichts drum herum scheißen, da gibt es 1000 extra, gut ist. Das rechnen wir uns aus im Preis, also deswegen fahren wir nicht los. Oder starten wir mit einem Kleinhänger. Ob der Preis halt passt für Raps. Naja, das ist minimal. Für Teiler geht sogar ein bisschen mehr. Vielleicht kriegen wir noch 1 Million zusammen, mal sehen. Können wir auch schon seine Holz schmeißen. Wie ist der Wert eingestellt? Auf
12 Meter. Ja. Ah, bin ich schon mal eben. Wollen noch ein paar Dinger machen hier. Was wir tun haben, ne? Und noch nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Weil so viel haben wir nicht. Können wir nicht verschenken. Tannenbaum, ein Spalt ist Weihnachten, noch knappe 3 Monate. Der ist ein bisschen länger. Gibt mehr Geld. Oh, so ein schöner Baum hier. Schön bunt. Aber die können wir nicht fällen. Ob der Ton passt. Auch wenn ich wiederhole, wenn es mal nicht so passen sollte, einfach reinschreiben in die Kommentare, zu laut, zu leise. Muss man halt auch die Anzeige rechts verlassen, bei OBS, ob das entsprechend weit genug ausschlägt oder beziehungsweise nicht zu weit ausschlägt. Oder zum Verhältnis passen, Maschine, Musik und meine Wenigkeit. Bei mir ist heute Donnerstag. Zum Glück ist morgen Freitag. Die Woche war hart. Viel Arbeit. Aber knappe 5 Wochen noch, mein Kollege, außer Altersteilzeit. Ob ich das so mal kriegen würde, glaube ich ja nicht. 5 Monate Pause. Von Juni bis November. Also Ende Oktober im Prinzip. Aber er geht im März in Rente. Schade. Nimm doch schon den Scheiß. So, ist die Zeit auch abgelaufen. Wahnsinn. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Ich danke fürs Reinschauen. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder.
Sag mal, Füße und Winke-Winke. Oh, heute Nachmittag, glaube ich sogar. Füße und Winke-Winke, verzauft, bis dann. Ciao.